Hallo, dies ist wieder XD in Squad mit The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wir befinden uns in Subrosia. Und wir befinden uns direkt vor dem Tempel der Jahreszeiten, der hier versenkt wurde. Und die Jahreszeiten haben offenbar zu uns gesprochen und sagten uns, wir sollen uns hier einen Stab holen. Okay. Hier können wir anscheinend noch nichts machen. Aber die haben ja auch was gesagt von den Ecktürmen. Von daher gehen wir halt erstmal dahin. Oh, da ist ja ein Schloss. Sowas Blödes aber auch. Ah. Wie unpraktisch. Wir wurden gefragt, welche Jahreszeiten wir denn mögen. Also ich bin ja nach wie vor ein Winterfanatiker. Da brauchen wir was, um in den Fernkampf zu gehen. Wahrscheinlich kommen wir hier ohne Bumerang nicht weiter, oder? Jetzt kommt immer ein Brocken vor. Na, ja, wir brauchen den Bumerang. Mehr als deutlich konnte man uns ja eigentlich nicht sagen. Hey, mit dem Bumerang kann man so viel machen. Hey, hier kannst du einen gewinnen, wenn du unseren Tanz meisterst. Ja, Mensch. Dann... Oh, super. Nee. Hallo? Hier findet man total viele Erzbrocken. Ach, ich glaube, den habe ich schon angesprochen. Dann gehen wir mal da weiter. Versuchen irgendwie zum Dorfzentrum zu gelangen. Mit der haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Subrosias heiße Quellen. Subrosias Tanzsaal. Oder wir müssen zum Tanzsaal. Ah, großartige Lava. Solch ein Lavabad ist echt ideal zur Entspannung. Bei einem Subrosia-Tänzchen. Lava? Okay. Vor allem beim Baden jetzt... den Mantel anbehalten. Naja. Dann. Oh oh. Willkommen in Subrosias Tanzsaal. Exzellente Tänzer erhalten einen Preis. Wir proben momentan. Wie wär's? Bist du dabei? Ja, muss ich wohl. Gut, dann reihe dich an. Brauchst du eine Einweisung? Ja. Imitiere meine Bewegungen. Bei Boing trittst du nach rechts. Bei Bumm gehst du nach links. Bei Chuck posierst du. Gib dir Mühe und stoße nicht an deine Nachbarn, alles klar? Also Blum. Nach rechts. Und tief nach rechts, hoch nach links. Okay. Ja, Entschuldigung, ich dachte, dass es da eben den Uhrzeigersinn geht. Ich habe jetzt nach oben und unten gelenkt. Wie erbärmlich. Danke. Das probieren wir gleich nochmal. Nein. Oh Gott, das wird jetzt dauern. Nee, das muss ich erst noch ins Gefühl kriegen.
könnte auch einfach auf ihn achten. Geht doch. Ja, ich habe selbst die ganze Zeit versucht, auf den Klang zu achten, aber ich... Dann achte ich halt einfach auf den Vortänzer. Mein Gott. Du hast echt was drauf. Damit bist du unser Tagessieger. Dein Preis? Du erhältst den Bumerang. Mit ihm stoppst du Gegner auf ihren Pfaden. Ja, Entschuldigung. Ich wollte es halt zuerst übers Gehör machen, weil ich dachte, man müsste aufs Gehör achten, aber... Das braucht's ja gar nicht. Naja. Damit wäre das erledigt. Aber so eine Frage, die sich mir mittlerweile... So eine Frage, die mir in der Zwischenzeit gekommen ist. Wie viel hat dieses Spiel musikalisch eigentlich von Link's Awakening übernommen? Ich meine, ich bin jetzt nicht so komplett bewandert, was das betrifft, aber... Hallo? Mir kommen manche dieser Klänge schon sehr bekannt vor. Bringe den Stab... Bringe den Stab der Jahreszeiten... Welchen im Tempel gehuldigt wird. Ja, wie denn? Ich war doch hier schon. Oh, verdammt. Mein Fehler. Wie viele von Evise hat's euch wehgetan, als ich euch auf die Stirn gehauen habt, als ich wieder rausgegangen bin? Seid ehrlich. Auf einer Skala von 1 bis 20, wie schmerzhaft war das? Sowohl mental als auch physisch. Du erhältst den Stab der Jahreszeiten. Kraft der Geister der Jahreszeiten kann man mit ihm die Jahreszeiten ändern. Irgendwo war da ein Fehler. Nun bringe uns Geistern der Jahreszeiten den Stab der Jahreszeiten zu den vier Türmen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, mich zu verlesen. Das ging in der ersten Folge noch verhältnismäßig flüssig, aber gerade habe ich Schwierigkeiten. So, jetzt. Aber das hier ist doch bestimmt der Winter. Ja, okay, wenn die ganze Zeit Winter mit uns gesprochen hat, dann klar. Holen wir uns die Essenz des Winters. Danke, dass du kommst, Träger des heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir schätzen Dien als unsere werte Gefährtin. Nun lasse mich dem Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab von einem Baumstumpf aus, sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen drei Geister auf. Bitte, eile Dien zur Hilfe. Dem Stab der Jahreszeiten wurde der Hauch des Winters verliehen. Er klettere einen Baumstumpf, um den nächsten Winter herbeizurufen. Ach, wenn's so einfach wäre. Ja, wobei, nein. Das ist eine Macht, die man mir nicht geben sollte. Dann würde die Welt untergehen, und zwar ganz schnell. Der Winter neigt sich ja wieder dem Ende hin. Das war also der Stab der Jahreszeiten. Neue Wege erschließen sich nun dank seiner Kraft. In dem Fall schreibt man Dank groß. Im Traum sah ich ein Gehölz östlich von hier. Dort mag eine Essenz liegen. Sieh,
Kannst du an meiner Stelle dorthin gehen? Bist doch nur zu faul, dich zu entwurzeln. Ansonsten können wir ja momentan nichts machen, ne? Da fehlt uns der Zugang. Da oben fehlt uns der Schlüssel. Und auf der anderen Seite war ein Lavafluss im Weg. Wie auch immer man es hier aushält, aber naja. Aber naja, was soll's, wegen dem Bumerang, ich meine, wir mussten ihn ja sowieso holen. Da führt er ja sowieso keinen Weg dran vorbei. Ich habe die Dinge nur ein wenig in der falschen Reihenfolge gemacht. Das ist alles. Nichts weiter. Na, dann gehen wir mal wieder raus aus Subrosia. Her mit dem Geld. Da ist er. Du hast ihn, den Stab der Jahreszeiten. Wenn im Stab der Jahreszeiten die Kräfte der Geister der Jahreszeiten innewohnen, kannst du die Jahreszeiten ändern. Aber bislang hat er nur die Kraft des Winters. Schwinge den Stab von einem Baumstumpf aus, um seine Kraft zu entfalten. Hast du das verstanden? Ja. Wenn der Tempel der Jahreszeiten in dieses Land namens Subrosia gefallen ist, dann muss es weitere Eingänge zum Subrosia-Nischengrund geben. Subrosianischen Grund geben. Du musst sie finden. Vielleicht musst du noch mehrmals den Tempel der Jahreszeiten aufsuchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Der weiß mir ein bisschen zu viel. Dann... Es werde Winter. Und ich habe auch noch Monster erscheinen lassen, ne? Super. Eisphysik. Ja. Mir hat die tatsächliche... schon genug Ärger beschert. Außerhalb der digitalen Welt. Hier müssen wir irgendwann anders wieder hin. Nehmen wir mal wieder unseren Schild zur Hand. So war das nicht gedacht. So ein... Ich muss lernen, diese spezielle Schwertreichweite zu nutzen. Sonst drehe ich hier noch durch. So, was haben wir denn da Schönes? Erstmal wieder jede Menge Büsche, die mir vielleicht ein Herz geben könnten. Ein Herz. Eines. Bitte. Danke. Ich spiele hier nicht mit irgendeiner Herausforderung. Da können die Büsche ruhig auch wieder freundlich sein. Naja, okay. Ah, Moment mal. Das will ich gerade nicht so ganz glauben. Wirklich? Hier ist nichts? Kriege ich Schaden, wenn ich da reinfall? Wo komme ich denn da hin? Okay. Ich krieg nur Schaden. Da hat er mich ja perfekt erwischt jetzt. Es ist nur schlecht, wenn sich ein Gegner rechts unten von mir befindet. Da kann ich nicht richtig hinschlagen. Da müssen wir hin. Das ist wahrscheinlich das nächste Verlies. Wasserfälle. Entspringen der versunkenen Stadt. Okay. Hm.
Mach ich hier mal Winter, dann dürfte es da drin doch auch gefroren sein, oder nicht? Danke für die Bomben. Ha. Okay. Dann doch nicht. Sollen wir da in den Kamin rein? Ah. Dachte ich mir doch, das sah ein bisschen ominös aus. Hallo. Oh, du hast mich ganz schön erschreckt. Plötzlich wird es Winter und dann rauscht du auch noch den Schornstein herunter. Hey, du bist ja gar kein echter Kaminkehrer. Dann nimm diese Schaufel und schaff bitte den Schnee vom Gehsteig. Du darfst die Schaufel behalten. Okay, du erhältst die Schaufel. Nun kannst du im Erdreich graben. Ha. Ah. Die Schaufel brauchen wir dafür. Sehr schön. Hier ändert sich wieder die Jahreszeit. Okay. Und so langsam gehen mir die Kerne aus. Ah. So, was hast du denn für mich? Erstmal Büschi mir wieder Kerne geben. Hallo. Ich danke dir, dass du für eine neue Tür auf... kommst. Noch eine Referenz zu The Legend of Zelda 1. Aber ich habe doch keine Tür kaputt gemacht, das war ein Busch. Moment, das da drüben ist seichtes Wasser, da kann ich rüber. Oder? Nee, doch nicht. Ah nee, Moment. Das hier ist das seichte Wasser. Verdammt. Ja, okay. Oder ich friere es halt einfach ein. Tada! Ach ja. Aber natürlich. Natürlich. Klar doch. Danke auch, Spiel. Danke für nix. So, warum mache ich die Gegner nicht einfach so kaputt? Warum mache ich es mir denn nicht einfacher? Weil es länger dauert. Gib mir doch Herzen, Mensch. Ah, ansonsten wäre man in das Haus gar nicht reingekommen, ich verstehe. Krepiert dann schon wieder, wenn es so weitergeht. Aha. Na danke. Also braucht es wieder Winter, damit wir da durch können. Da lässt natürlich auch nichts fallen. Warum solltest du auch? Nochmal. Ah, jetzt ist da ein Eisblock davor. Stimmt eigentlich, ich könnte einfach generell mal ein bisschen den Boden umgraben. Gibt's auch Geld? Ja, gar nicht mal wenig. Herzen gibt's auch noch. Her damit. Also die Zeit nehme ich mir... wirklich? Wirklich, Link? Hey, da ist ein Herz. Ich schmeiß mal in den Abgrund. Hä? Na, gut. Jetzt bin ich zufrieden. Also bis da hinten hält die Jahreszeit nicht mal. Okay, wo habe ich dann meinen Fehler gemacht?
Ich meine, auf der anderen Seite hätte ich mir den Weg jetzt freischaufeln können, aber da der Winter nicht hält, ist der Baum im Weg. Okay. Die besonders aussehende Stelle war auch nicht wichtig. Dann machen wir uns halt einfach hier den Weg frei, ne? Yep. Auch interessant, dass die so perfekt dann den oberen Teil verlieren, aber naja, sei es wie es wolle. So. Die Viecher in der Eiswelt. Oh. Hallo, Eulenstatue. Du erhältst Arcanum-Kerne. Ihre Wirkung ist geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Ah, da kann ich die so auswählen. Okay. Hier. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Damit was passiert? Damit wir Tipps bekommen, höchstwahrscheinlich. Ah, wenn wir klettern, können wir... Okay. So, jetzt könnten wir da direkt reinspazieren, aber ich habe so das Gefühl, das Spiel möchte mir sagen, mach hier Winter! Ja. Ja. Nein, Link, Link, Link. Ganz langsam und vorsichtig und dann, genau. Dann passt das. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir hier auch einfach gleich nicht weiter können. Ein Block mit einem S drauf. Nee. Einfach nur... um uns zu zeigen, ja, da in der anderen Höhle liegt so ein auffälliger Block herum. Irgendwann kannst du da mal was machen. Jetzt aber nicht. Level 2, Schlangengrube. Okay. So. Mussten wir kurz wieder husten. Und hier liegen stehen lauter Töpfe herum. Mensch, was könnten wir hier nur kriegen? Ich habe keine Ahnung. Nein, diesmal nicht. Auch wenn ich schon davon ausgehe, dass mich irgendwas anderes dafür erwischen wird. Okay, wie auch immer der mich erwischt hat. Fünf Rubine, ja, danke. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Gegner sind. Nicht, dass ich hier einen Schlüssel erscheinen lassen kann. Nee. Anscheinend nicht. Aha, ein Teleporter. Schlangen. Oh, kein Teleporter. Ein Teppich. Ich dachte zuerst, dass er sich bewegt hätte, deswegen... Naja, mein Fehler. Die Fackeln brennen Gott sei Dank immer noch. Schön. Und jetzt haben wir die Fackeln wieder. Na super. Oh mein Gott, das werde ich hier noch machen müssen. Hm. Mensch. Schwieriges Rätsel. Du hast den Kompass gefunden. Nutze ihn zur Orientierung, um Schatztruhen zu entdecken und Schlüssel aufzuspüren. Was mir da aber gerade wieder einfällt, im ersten Verlies hatte ich doch dieses eine Schieberätsel, wo ich gesagt habe, da komme ich von der einen Seite gar nicht durch. Irgendwie habe ich mich damit auch seitdem nicht mehr beschäftigt, ne? Was mir dieser Haufen Blöcke nur sagen möchte. Ja, sowas aber auch.
Ja, sowas aber auch. Dann machen wir hier mal die Wand kaputt, die so dumpf klingt. Wirklich? Das ganze Geld hier? Einfach geschenkt? Ich habe jetzt hier kein großes Geheimnis gefunden. Aber okay. Okay. Meinetwegen, meinetwegen. Was haben wir denn hier? Weil ich da durch die Schlüsseltür marschiere. Nee, 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 nee. Ach, wieder so ein äußerst schwieriges Rätsel. Verschönerte das Gesamtbild. Moment, bewegen die sich wegen mir? Oder? Ne, die bewegen sich von selber die ganze Zeit herum. Oh. Ich dachte, die würden mich verfolgen. Deswegen. Da ist nichts weiter. Nee, blöde Schlange. Blöcke kann ich wahrscheinlich mit Bomben zerstören. Okay, da geht's weiter. Ja, geh du ruhig vorbei. Ich will hier lang. Was ist das? Ah, das ist zu schwer. Sagt wer? Link kann nicht sprechen. Ja, Mensch. Jetzt haben wir auch noch etwas, was zu schwer ist. Hm. Nein, ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier bekommen könnten. Nee, nee, nee. Keine Ahnung. So, zweidimensionaler. Seitenansichtsanteil. Hallo, Formverschnitt mit einem Auge. Komme ich da durch? Jupp, bin schnell genug. Die Formverschnitte. Hm, aber hier gibt es auch noch kein Weiterkommen. Ne, super. Die ganze Sache komplett umsonst gemacht. Ja, ja, ihr seid schon mordsmäßig böse. So. Ich hoffe, wir bekommen ganz bald eine ganz bestimmte Sache, die die Bewegung in solchen Spielen wesentlich vereinfacht. Danke, Spiel. So. Ja. Macht mal Platz. Okay. So viel dazu. Dann gehen wir da weiter, wo wir einen Schlüssel brauchten. Wo wir höchstwahrscheinlich demnächst auf den Zwischengegner treffen werden. Ihr blöden Schlangen. So. Ah. Nachwachsende Pflanzen. Ah ja. Na dann kommt mal hier in die Nähe. Nee. Ach, aber das soll es mir wert gewesen sein. Am Ende wäre es wahrscheinlich ganz anders gegangen, aber... Ah, okay. Doch kein Zwischengegner vom Verliesgegenstand. Du erhältst das Kraftarmband. Halte den Knopf und drücke Steuerkreuz, um schwere Dinge zu heben. Lasst mich in Ruhe. Ja, bisschen Heilung wäre gerade nicht schlecht. Lass mich in Ruhe, du. So. Link? Ah ja. Muss direkt davor stehen. So. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen.
zu... Ah, die Dinger rollen wieder zurück. Ungünstig. Ist nur die Frage, ob die uns wehtun können. Ah, was haben wir denn hier? Ach, ein Gasha-Kern. Und da geht's wieder rein. Ja, den... Ich habe mich daran erinnert, Spiel, dennoch... Danke. Ich muss... Diese Kampfmechanik macht mich wahnsinnig. Ach, hier ist ein Schlüssel, echt? Hm, schon mal ausprobieren. Nicht, dass das die letzte Lösung ist. Ja, eigentlich kannst du dir einen Haufen Weg ersparen, wenn du einfach nur einen Stein zur Seite schiebst. Aber nee. Ist nur die Frage, kann ich das jetzt schon schaffen? Ach, das Ding verschwindet dann in einer Zeit. Hm, erstmal Schaden nehmen. Deswegen sind auch die Büsche in dem Vorraum. Warum, Link? Ja. War klar. Oh, ich sehe gerade die Folge schon wieder vorbei. Yep. Gut. Aber dann schauen wir uns in der nächsten Folge in der Schlangengrube weiter um. Ich bin Xi, das war's von The Legend of Zelda Oracle of Seasons für heute. Bis dann, Leute. Ciao.